Ja, moin, heute einmal aus dem Außenbereich. Fülle deine DIY-Träume mit dem Skyfan S9. Netterweise zur Verfügung gestellt von geekbuying.com. Der Link ist dann gleich in der Videobeschreibung drin. Der S9 hat eine Bearbeitungsfläche von 41 x 42 cm, hat eine Laserdiode mit 5,5 Watt Ausgangsleistung und kann mit der ganz normalen G-Code-fähigen Software gesteuert werden, wie Laser-Grbbl oder Lightburn, wie es jeder gesunde Mensch benutzen sollte, denn das ist definitiv die beste Software für jeden Laser da draußen. Nach dem Video wirst du wissen, was kann der Laser, was kann er nicht. Ja, kommen wir einmal zu den Materialien, die wir gravieren können. Dazu zählt natürlich Holz, Leder, Pappe, Stein und Edelstahl. Edelstahl könnte etwas langsam sein, aber auch das testen wir in diesem Video, wie gut das geht. Schneiden kannst du Holz, angeblich bis 15 mm, auch dem werden wir definitiv auf den Grund gehen, und Karton, Papier und Acryl. Da kommt es aber ein bisschen auf die Farbe an. Dunkles Acryl wie Schwarz lässt sich am besten damit schneiden. Einmal ganz wichtig, immer eine Brille tragen dabei. Und wenn es geht, ich verlinke euch auch gerne nochmal ein Gehäuse dafür. Wenn ihr den Laser im Innenraum benutzen wollt, dann bitte mit Einhausung, ansonsten qualmt ihr euch die Bude im Nullkommanichts zu. Im Aufbau kann ich nur sagen, der Aufbau ist in 4 Schritten erledigt. Die Betriebsanleitung hilft dir da echt gut weiter und deshalb werde ich den Aufbau auch gar nicht in diesem Video betiteln, sondern wir werden jetzt einfach direkt loslegen und diverse Materialien drunter packen und testen. Und dann sehen wir, wie gut schneidet der Laser, wie gut graviert der Laser und welche Parameter müssen wir benutzen. Ja, da haben wir auch schon das erste Stück graviert und geschnitten. Die Parameter habe ich euch ja eingeblendet. Das war jetzt auch das Testmaterial, welches beigelegt war. Hat sich sehr gut geschnitten und ich teste natürlich auch gleich mal mein eigenes Sperrholz. Und ja, das ist jetzt ein kleiner Schlüsselanhänger, den ich in Lightburn gestaltet habe. Nichts Weltbewegendes, aber wir sind ja auch im DIY-Bereich. Man möchte sich mal Kleinigkeiten herstellen. Und von daher denke ich mal, da passt der S9 ganz gut rein in diese Kategorie. Jetzt habe ich nochmal einen kleinen Gartenblumenstecker in Lightburn designt. Das könnt ihr einmal hier beobachten. Es soll einfach nur die Pflanzensorte oder wie die Pflanze heißt draufstehen. Und dann kann man das Ganze in den Boden stecken. Schön mit Abrundung und hier auch mit den. Ja, einfach nur mit den Formen gearbeitet. Also Lightburn ist ein sehr einfaches Programm. So, und jetzt haben wir einmal Birkensperrholz vom Holzhändler meines Vertrauens. Und da haben wir einmal jetzt den Laser gestartet und dann sehen wir gleich mal, wie gut der schneidet und graviert. Die Parameter konnte ich absolut gleich lassen, wie auch beim Teststück. Und ja, alles ging super raus und es ist super graviert und geschnitten. Das kann jetzt definitiv ins Blumenbeet. Als nächstes kommt das Probestück des 15 mm Holzes. Auch das war beigefügt. Es ist irgendeine Weichholzsorte. Sie ließ sich allerdings sehr gut schneiden. Ich hatte jetzt noch einen Test mit Palettenholz gemacht. Das war aber schief und krumm, von daher habe ich da gar kein Ergebnis erhalten. Aber da werde ich nochmal ein Follow-up machen, wo ich teste, wie dick können wir schneiden, wenn ich mal eine entsprechende Platte zur Verfügung habe. Ja, und ein Diodenlaser, der braucht immer ein bisschen länger als ein CO2-Laser,
Aber zu dem Preis hat man einen guten Arbeitsbereich von 40x40 cm. Man muss eben ein bisschen Zeit mitbringen, aber ich denke mal, gerade für die DIY-Schiene oder wenn man vom 3D-Druck kommt, dann kann man das verkraften. Wenn man jetzt einen CO2-Laser mit einem ähnlichen Arbeitsbereich haben möchte, dann legt man schon gerne mal mindestens 1600 Euro hin. Ja, perfekt geschnitten. Hier haben wir in der Nahansicht. Ist natürlich ein bisschen dick für einen Schlüsselanhänger, aber mir ging es nur einmal darum, das Material zu testen. Auch hier hat er es sehr gut gemacht. Jay-Z's Redneck Science. Genau, ich habe eine kleine Matschküche gebaut oder beziehungsweise ist diese noch im Bau und die habe ich jetzt mal graviert. Ja, kleines Portemonnaie. Einfach mal testen, wie verhält sich das bei Leder mit niedriger Leistung, 35%. Und jetzt steht drauf, was rein soll. Ja, hat auf jeden Fall sehr gut geklappt und sieht sehr schön aus. Schön scharfkantig, also das heißt eine schön hohe Auflösung bei der Gravur. Auch das hat der S9 sehr gut gemacht. Ich hatte jetzt noch ein Reststück Acrylglasspiegel rumliegen. Musste ich auch mal testen. Klappt wunderbar. Auch mit niedriger Leistung. Ich hätte mit der Geschwindigkeit auch noch mal ein bisschen spielen können. Allerdings sind 80 mm die Sekunde für den Maschinenaufbau, denke ich mal, mehr als genug. Und jetzt kommt das Edelstahlmesser. Ist ein ganz normales IKEA-Messer. Ja, die Gravur ist sehr langsam. 5 mm die Sekunde. Allerdings ist es auch Stahl. Und hier ganz wichtig, nimmt den Crosshatch. Das sind natürlich zwei Durchgänge, aber dann wird die Gravur auch schön dunkel. Ja, und während er graviert, kommen wir schon mal zum Fazit, zum S9. Ich kann ihn wirklich jedem Einsteiger empfehlen, der mal in das Laserthema reinschnuppern will. Es ist keine schnelle Maschine, aber wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und Geduld, kann man damit sehr viel Spaß haben. Und natürlich auch schöne Ergebnisse. Na, das ist doch eine super Idee, oder? Muss los.